Mein Name ist Hanna-Sophie Zeller. Ich studiere hier in Halle Theologie. Ich wollte eigentlich schon im Kindergarten Theologie studieren, habe dann tatsächlich auch erstmal mit was anderem angefangen, weil ich dachte, ich kann ja nicht wirklich das machen, was ich im Kindergarten schon von mir behauptet habe. Habe dann im Laufe dieses beginnenden Studiums festgestellt, dass es eigentlich doch das ist, was ich machen möchte, also Theologie. Halle ist mit der Fakultät, aber auch als Stadt ein sehr familiärer Ort. Man ist keine Immatrikulationsnummer, so wie man das an großen Universitäten teilweise ist, sondern man weiß, wer es ist und es entstehen persönliche Beziehungen. Die Lehre macht mir großen Spaß. Es ist, glaube ich, ein Privileg, was wir als akademische Lehrer haben, immer mit jungen Menschen, mit engagierten jungen Menschen in einer wichtigen Phase ihres Lebens und ihrer Ausbildung zu tun zu haben. Es ist irgendwie sehr angenehm, dass es eine relativ kleine Fakultät ist, wo die Wege kurz sind, die Hierarchien relativ flach und man auch ohne Probleme irgendwie mal mit Professoren oder Dozenten diskutieren kann. Die Besonderheit dieses Ortes ist, dass jetzt hier ein Begegnungsort ist für verschiedene Menschen unterschiedlicher Generationen. Also angefangen eben von einem Hort für Kinder, einem Kindergarten, von Schulen, die hier ansässig sind, aber auch eines Altenheims. Man begegnet Menschen hier in diesem historischen Umgebung, die man sonst, glaube ich, an einem Campus eigentlich nicht so finden würde. Also ich kann nur jedem empfehlen, in Halle Theologie zu studieren, weil man hier wirklich schnell Gemeinschaft findet und das Lernen großen Spaß macht.